Funda Van Roy kennt man aus dem Fernsehen. Wer ihren ungewöhnlichen Namen schon mal gehört hat, weiß auf jeden Fall, wer sie ist. Die Moderatorin mit dem hübschen Lächeln ist regelmäßig beim Privatsender ProSieben zu sehen. Und zwar seit vielen Jahren für das Format Galileo, Galileo Extrem sowie für Galileo 360 Grad. Die hübsche Moderatorin wurde am 24. Januar 1977 im baden-württembergischen Geildorf geboren, ist aber in München aufgewachsen. Ihren ungewöhnlichen Namen verdankt sie ihren Vorfahren, die sowohl aus der Türkei als auch aus Aserbaidschan stammen. Nach dem Schulabschluss zog es sie nach einigen Umwegen schnell zum Fernsehen. Diesem Weg ist sie bis heute treu geblieben und ihre Begeisterung für die Medien ist spürbar ungebrochen. Sie begann ihre Tätigkeit beim TV bei der Sendung City Heat, für die sie seit 2002 als Reporterin tätig war. Auch war sie als Call-In-Moderatorin für Nightloft auf ProSieben und für 9Live im Einsatz. Direkt im Anschluss startete sie durch als Galileo-Moderatorin und wurde fester Bestandteil dieses Formats. Parallel war Funda Van Roy für die Reportage Wild Wedding, ja, ich will, aber schrill zu sehen und moderierte mehrere Folgen der Doku-Soap Wohnen nach Wunsch, das Haus auf Vox. Van Roy moderiert alles, was zu Galileo gehört. War sie zuerst als Reporterin für dieses Format tätig, wurde sie ab 2012 Moderatorin von Galileo. Jeden Samstag ist sie bei der Galileo Wissensreise zu sehen und jeden Donnerstag für Galileo 360 Grad im Studio. Das vielseitige Talent kann aber noch mehr und so steht sie auch immer wieder mal als Schauspielerin vor der Kamera. So hatte sie Auftritte in Ein Fall für zwei, Der Landarzt, Der Kriminalist sowie in Aktenzeichen XY ungelöst. Auch war sie in dem Fernsehfilm Jack the Ripper, eine Frau jagt einen Mörder, mit von der Partie. Hübsch ist die quirlige Moderatorin ja, aber seit ihrer Fotostrecke für das Männermagazin FHM wissen ihre Fans auch, wie sexy sie sich vor der Kamera präsentieren kann. Privat zeigt sich die Moderatorin ganz gesittet mit Mann und Kind. Ihren Mann Sanjeev Singh hat sie in Las Vegas geheiratet, allerdings fand die Hochzeit mit unzähligen Verwandten statt. Mit ihm hat Funda Van Roy eine Tochter mit dem klangvollen Namen Emilia Allegra. Sanjeev Singh war Geschäftsführer beim Modelabel Lacoste, bis er Geschäftsführer von Liebeskind wurde. Sie lebt gemeinsam mit ihrer Familie in der Nähe von München.